Okay, dann lernen wir mal die Grundlagen von Firewall Zero Hour. Bewegen Sie den linken Stick nach vorne, um zum Wegpunkt zu gehen. Drücken Sie den linken Stick, um zu sprinten. Bewegen Sie den rechten Stick, um Ihren Charakter zu drehen. Bewegen Sie sich nach vorne zum Wegpunkt. Drücken und halten Sie die X-Taste, um mit... Bewegen Sie sich nach vorne zum Wegpunkt. Drücken Sie die R2-Taste, um mit der Pistole auf das Ziel zu schießen. Drücken Sie die Dreieck-Taste zum Waffenwechseln. Drücken Sie die R2-Taste, um mit dem Gewehr auf das Ziel zu schießen. Drücken Sie die Quadrat-Taste, um die Waffe nachzuladen. Drücken Sie die R2-Taste, um mit dem Gewehr auf das Ziel zu schießen. Gehen Sie nach rechts zum nächsten Wegpunkt. Drücken und halten Sie L1, um das Granatenfadenkreuz zu aktivieren. Halten Sie L1 und bewegen Sie den Controller, um zu zielen. Lassen Sie L1 los, um die Granate durch die markierten Fenster. Gehen Sie nach rechts zum nächsten Wegpunkt. Drücken und halten Sie L2, um das C4-Symbol zu aktivieren. Halten Sie L2 und bewegen Sie den Controller, um das C4-Symbol... Drücken Sie L2, um das C4 hochzujagen. Bewegen Sie sich durch die Tür zum Wegpunkt, um das Tutorial zu beenden. Befehle für heute. Verhindern Sie feindliche Hacks dieses sehr wichtigen Laptops. Ein Zuckerschlecken, oder? Feind eliminiert.
am Boden. Neutralisiert. Neutralisiert. Feind neutralisiert. Neutralisiert. Noch eine Minute. Feinde bei Laptop-Koordinaten entdeckt. Schwach. Auftrag zurückgezogen.